Der Menschenstrom ins historische Kaufhaus reißt nicht ab. Jedes einzelne Stück wird hier genau im Augenschein genommen. Im Koffer von Detlef Büter rollt eine Eisenbahn heran, von der Firma Fleischmann. 1887 in Nürnberg gegründet, eine Blechspielzeuglegende. Am berühmtesten wurden ihre Modelleisenbahnen. 1959 war ich 3 Jahre alt, bekam dann diese Eisenbahn, betrat dieses hell beleuchtete Zimmer und sah auf der linken Seite einen Teddybär und die Eisenbahn war gestorben. Natürlich auch die Träume meines Vaters. Oh, das ist was für mich. Sven, wen hast du hier? Hallo? Büter, mein Name. Herr Büter. Hallo, Büter. Spielkinder bei sich. Hallo, Spielkinder. Herr Büter, woher haben Sie die? Die habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen, zu Weihnachten 1959. Also einmal war sie wirklich mal richtig aufgebaut mit einem Eisenbahnbrett. Und das war's dann auch. Das war's. Danach nie wieder. Nie wieder. Haben Sie Söhne? Nein, ich habe 2 Töchter, aber 3 Enkel. Ah, und die 2 Töchter kloppen Sie um den Teddybär jetzt? Ja, noch, so ne? Ungefähr. Ja. So, jetzt darfst du auch was sagen. Ich bin gerade noch so ein bisschen am Hadern. Man hat hier an diesem Karton halt auch die Starter-Set-Nummer, die Sie sicherlich auch gefunden haben. Ne? Es gab da 2 verschiedene Ausführungen vermutlich von. Und ich kenne diese Sachen vom Fleischmann, aber ich habe natürlich jetzt nicht auf dem Schirm, ob das jetzt genau dieses Set war. Ich kenne die Sets etwas anders. Wir haben hier einmal diese Gepäckwagen drin, dann haben wir diese Güterwaggons. Und wir haben jetzt hier einmal 2 Loks mit jeweils einem Tender. Mhm. Gut, die passen aber nicht beide in den Karton. Nein, die passen nicht beide in den Karton. Aber ich kenne diese Kartons halt auch so. Ja, also Maschinen. Aber die haben ja Starter-Sets gemacht. Starter-Sets hieß ja nehmen, aufbauen, fahren. Also, sollten da also kleine Lok und Maschinen genau, drin. Genau, kleine, Kreis, ne? So wie wir es heute auch noch kennen von den anderen Herstellern. Ja. Ne? Es kann sein, dass das durchaus so aussah, dass die Lok ein bisschen als, ne? Wir haben hier den Trafo noch mit dabei. Oh, der sieht aber alleine schon super aus. Und die ist schon elektrisch. Das ist halt sehr interessant. Ja. Die Verpackung spricht wirklich um einen Zeitraum Anfang der 50er Jahre. Richtig. Wir können zeitlich auch sehr gut eingrenzen, weil ich habe schon gesehen, wo haben wir es denn? Wir haben hier wieder dieses Made in US-Zone. Ja. Aber um wieder darauf zurückzukommen, die anderen Hersteller anzusprechen, Märklin hat ja schon länger Spielzeug gemacht. Die haben ja nicht auch gleich Modelleisenbahn gemacht, sondern auch Dampfmaschinen und sowas. Da gehen die Preise eine ganze Ecke höher. Ich denke sicherlich auch, dass Sie damit schon mal irgendwo waren und haben Sie das Ganze schätzen lassen. Wurde Ihnen da irgendwie was gesagt? Ja. Ich war in Bremen zu einer Auktion. Okay. Und der Händler hatte das Geld nicht dazu, hatte mir aber gesagt, ich sollte sie nicht unterm Wert verkaufen. Was war denn sein Wert? Ja, das wusste ich nämlich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und da sagte er irgendwo zwischen 4.000 und 7.000 Euro. Respekt! 4.000 Euro, wenn es ein Händler ist, 7.000 ein Liebhaber. Respekt! Ja. Was sagst du denn jetzt? Ich hätte es gemacht, Herr Bütte. Ja, er hatte kein Geld bei. Ja, er hatte kein Geld bei. Dann hätte ich mir die Telefonnummer geben lassen oder sowas. Wenn jemand so einen Preis für diese Eisenbahn raushaut, das ist jenseits von Gut und Böse. Mhm. Wo liegt denn Ihre Untergrenze? Ja, also ich denke auch, dass 4.000 bis 7.000 Euro Utopie sind. Glaube ich, ja, das denke ich auch. Aber weil sie gut erhalten ist, weil da nichts, kein Schaden daran ist, sie funktioniert, sie ist fahrtüchtig, da habe ich mir eine Untergrenze gesetzt von 2.500 Euro. 2.500 Euro. Jetzt gucke ich dich mal an. Da bin ich noch weit von weg. Also wir müssen die 2.000 Euro einmal teilen und müssen noch mal ca. 300 abziehen für dieses ganze Kombo. Ich würde hier sagen, dass 700 Euro schon sehr hoch angesetzt sind. Aus diesem ganzen Set, was Sie jetzt hier sehen, ist eigentlich das Wertvollste diese Lok. Ne? Also diese Lok, die kann man zwischen 400 und 500 Euro vielleicht ansetzen. Die anderen Sachen, die damit bei sind, die gibt es einfach noch zuhauf. Solche Waggons werden teilweise für 20 Euro angeboten. Mhm. Würden Sie denn, wenn er jetzt sagt 700, schätzt er Maximum, sich es antun, damit zu den Händlern hochzugehen, mit dem Risiko, dass die sagen 150, 200, 500? Oder würden Sie dann lieber sagen, ich packe ein und nehme es mit nach Hause und einer meiner Enkel bekommt es irgendwann? Ich denke, das Letztere würde ich tun, ja. Also für das Geld würde ich es nicht abgeben. Weil dann bin ich ganz ehrlich, dann würde ich Ihnen lieber die Händlerkarte nicht geben, weil ich kenne meine Händler. Ja. Und das sind nun mal Händler und keine Sammler. Ja. Ich finde es sehr schade, dass Leute auf irgendwelchen Sammlerbörsen immer Informationen bekommen von irgendwelchen Leuten, die dann sagen, oh, das ist, da würde ich sie nicht für verkaufen. Aber wir fragen uns dann ganz ehrlich, selbst wenn er das Geld nicht mit hatte,
dann wären andere darauf eingestiegen, weil da sind Fachleute und sie hätten ihm diese Eisenbahn aus den Händen gerissen. Mhm. Und das ist ja dann tatsächlich nicht passiert. Ja, das stimmt. Sie sind nicht böse? Nein, auf keinen Fall, um Gottes Willen. Ich fand es toll, dass wir uns kennengelernt haben. Ne? Ganz mal, vielleicht das heißt, kommen Sie einfach mit dem Teddybär noch mal rein. Ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit. Die Eisenbahn wird wieder ordentlich verpackt, wird sicher verwahrt. Und wenn meine Enkel dann mal das Alter haben, dann werde ich mich gerne davon trennen und denen eine Freude machen.